Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Malermeister Max Tido. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Und heute geht es um die 5 Gründe, warum sich dein Kunde nicht mehr bei dir auf dein Angebot zurückmeldet. 5 Dinge nach dem Intro. Viel Spaß. So, nachdem du aus diesem Video ja schon weißt, wie so ein Kundengespräch abläuft, ja, zumindest in der Regel, bei mir immer, weißt du natürlich auch, okay, du hast da schon eine Menge Zeit reingesteckt, du hast schon ein Angebot gemacht, das Angebot liegt dem Kunden vor und du hast bereits eine Lesebestätigung per E-Mail bekommen, dass die E-Mail mit dem Angebot drin auch geöffnet wurde. Alarm! Alarm! Jetzt hat der Kunde also Zeit, bei uns so 4 Wochen, geht das Angebot, danach verfliegt das Angebot und man muss ein neues machen. Ja. Aber in diesen 4 Wochen hat der Kunde bei uns Zeit zu sagen, ja, machen wir. Oder lass uns doch die Sache noch rausstreichen. Wenn es grundieren ist, geht gar nicht. Ja. Aber weiß nicht, die Wand soll nicht mehr bunt, die soll jetzt weiß. So, dann okay, machen wir so. Wenn der Kunde da noch so ein bisschen was feilen möchte, dann ist das so, ist das sein Angebot. Er kann damit gerne so ein bisschen machen, was er möchte und kann zum Beispiel auch sagen, okay, die Heizkörper, die lackiert werden sollen, die optional mit drin sind, die wollen wir nicht machen und so weiter und so fort, ja. Aber er hat halt die Möglichkeit, sich darauf zurückzumelden und zu sagen, ja, machen wir oder nee, machen wir nicht. Und wenn es jetzt heißt, der Kunde meldet sich aber nicht, also der hat sich jetzt innerhalb dieser 4 Wochen nicht gemeldet, ja, dann gibt es meistens 5 Gründe dafür, warum sich dieser Kunde nicht gemeldet hat. Und auf die gehen wir jetzt mal ein. So, Punkt Nummer 1, das Angebot ist ihnen einfach zu teuer. Zu teuer im Sinne von, es liegt nicht im Budget. Also die stellen sich was vor unter 1200 Euro für die und die Leistung in der und der Zeit mit den und den Materialien in der und der Qualität. So, ist jetzt ein bisschen viel, aber vielleicht verständlich, wenn ich dir sage, das und das in der und der Zeit mit den und den Materialien in der und der Qualität, die wir vorbringen, kostet nicht 1200 Euro, es kostet 2000 Euro zum Beispiel. Und der Kunde hat dann in den meisten Fällen zumindest nicht so wirklich den Blick dafür, was kostet wie viel kostet das Material und was kostet die Zeit und so. Und schätzt da vielleicht sich völlig anders ein. Also landet bei 1200 Euro ungefähr. Und die meisten Sachen sind tatsächlich nur geschätzt. Ja, und bei uns ist es ja wirklich hart kalkuliert, wie lange brauchen wir, was für Qualität müssen wir erbringen und unsere Qualität ist sehr hoch. Ja, und deswegen haben wir zum Beispiel auch mit unseren Stundenlöhnen und dem Material, weil es ein gutes Material ist, was robust ist zum Beispiel, landen wir bei 2000 Euro. Und das kann der Kunde nicht stemmen, weil der Kunde sich zum Beispiel sagt, 1200 war schon Obergrenze, 1300, wenn es noch 1300 geworden wären, dann ist es gerade so okay, aber drüber nicht. Und dann meldet er sich meistens aus Scham nicht zurück. Weil viele denken, ja, über Geld spricht man nicht und ah, das ist mir jetzt unangenehm, dass das so teuer ist und oh, ist halt doch ganz schön arg teuer, also hier über 700 Euro teurer und so. Und deswegen melden sich auch viele nicht zurück. So, und das ist wirklich schade, weil du hast einen Haufen Arbeit, einen Haufen Zeit investiert in das Angebot alleine schon, was du nie wieder zurückbekommst und dann nicht mindestens mal eine Absage zu bekommen, das ist schon recht schade und finde ich auch so einen gewissen Anteil respektlos. Und deswegen gerne immer darauf zurückmelden, sagen sie halt, ja, tut mir leid, da kommen wir nicht zusammen, ist einfach über unserem Budget, tut uns leid, wir melden uns, wenn wir noch was haben und ein anderes Angebot haben wollen oder wenn wir das Geld zusammen haben, dann kommen wir gern zusammen oder, also da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber Hauptsache, man bleibt in Kontakt und tut es nicht so ab, wie als wenn es nie passiert wäre. Ja, das ist zumindest mir eine große Herzensangelegenheit, dass unsere Arbeit auch respektiert wird, die in Vorleistung gebracht wird. Punkt Nummer 2, warum sich der Kunde erstmal nicht auf dein Angebot zurückgemeldet hat, er hat sich noch mehrere Angebote eingeholt von anderen. Ja, also er hat sich noch die anderen Malerfirmen rangeholt und hat gefragt, wie viel das dann kosten würde. Also hat sich andere Angebote machen lassen, um mal zu vergleichen, ja, landen die ungefähr alle auf einer Linie oder landet der eine hier, der andere da und ja, was schätzen die, brauchen die länger als die und sind aber wesentlich günstiger oder so. Ja, deswegen, der Kunde möchte ja natürlich vergleichen und am besten das günstigste Angebot haben für
so viel Qualität. Und deswegen muss er halt so ein bisschen vergleichen und gucken. Manche, die auf Empfehlung kommen, ja, die vergleichen gar nicht erst, sondern die wissen, okay, unsere Qualität ist da und da, Preis-Leistung stimmt einfach und wir wollen ein Angebot haben und dann gucken wir mal weiter. Also deswegen melden sich vielleicht auch andere nicht gleich, sondern gucken, wie lange die anderen Malerbuden noch brauchen, zum Beispiel für ein Angebot und warten dann alle Angebote ab, bis sie was vorliegen haben und dann vergleichen können. Heißt aber auch, dass sich viele deswegen auch nicht melden, weil sie zum Beispiel ein besseres Angebot bekommen haben und dann mit denen einen Vertrag abschließen als mit dir, aber melden sich bei dir gar nicht erst mehr zurück, weil sie sich denken, nee, wir haben ja jetzt einen. Das finde ich auch allerdings sehr respektlos, ja, wenn man ja trotzdem eine Rückmeldung erwartet, ja, ob nun ja oder nein. Und deswegen meldet euch bitte immer zurück, das werde ich hier in diesem Video noch ein paar Mal sagen. Ja. Punkt Nummer 3, warum sich ein Kunde auf dem Angebot nicht mehr zurückmeldet, ist zum Beispiel, dass sich seine Prioritäten geändert haben. Ja, also die haben jetzt Geld auf der hohen Kante gehabt, ist ein älteres Pärchen gewesen zum Beispiel und ist jetzt rein fiktiv. Die Frau hat jetzt Krebs bekommen und der bleiben nur noch ein paar Monate zum Beispiel als Diagnose. Und jetzt ist das komplette Angebot ist erstmal aus dem Kopf weg. So, hin zur Krankheit, hin zu, wir wollen die Zeit noch nutzen, wir fahren mal gemeinsam um die Welt, fahren mal in Urlaub und benutzen das Geld dafür. Somit ist das Angebot völlig raus aus dem Kopf und melden sich gar nicht mehr bei dir, weil sie haben es vergessen, sie haben jetzt andere Prioritäten. Das ist zum Beispiel eine Sache, warum sich der Kunde bei dir nicht mehr zurückmeldet. Punkt Nummer 4 ist fast schon doppelt gemoppelt, aber der ist im Urlaub. Ja, also der Kunde ist im Urlaub. Denk gar nicht mehr an dich, weil es zum Beispiel ein Mensch ist, der konsequent in seinem Urlaub nur noch an seinen Urlaub denkt und deswegen zum Beispiel auch dir keine E-Mail zurückschreibt oder so, der macht völlige Pause und vergisst vielleicht auch, was er denn jetzt noch in Zukunft zuvor hat. Ist ein sehr, sehr seltener Fall, bisher so gut wie gar nicht vorgekommen in meiner Laufbahn, aber es könnte ein Grund sein, warum sich der Kunde bei dir nicht mehr meldet, beziehungsweise erstmal nicht mehr meldet, bis er dann wahrscheinlich aus seinem Urlaub zurückkommt. Und weißt du, ob er 3 oder 4 Wochen im Urlaub ist? Keine Ahnung. Und Punkt Nummer 5, warum sich ein Kunde bei dir nicht mehr auf dein Angebot zurückmeldet, ist, er hat es vergessen. Er hat vielleicht einfach nur eine Reaktion gehabt, ja, ich möchte mal ein Angebot auf meinem Wohnzimmer haben und hat es völlig vergessen, dass er eins angefordert hat oder dass er sowas vorhatte. Ja, vor allen Dingen bei älteren Menschen, vielleicht mit Nähe Alzheimer oder so, kann es ja mal vorkommen. Aber es kann ja auch sein, und das ist jetzt eine andere Variante, ist, er denkt, er hat sich schon auf dein Angebot zurückgemeldet und wartet jetzt, bis der Termin kommt. So. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der auch schon öfter vorgekommen ist, dass jemand gedacht hat, er hat sich doch schon zurückgemeldet oder wir sind doch so und so verblieben. Der und der Termin stand doch schon fest, obwohl wir in unserem Kalender, können wir genau sehen, nee, da ist gar nichts eingetragen. Also mit wem haben Sie gesprochen? Ja, oder vielleicht gab es ein Missverständnis oder so. Ja, das wäre zum Beispiel Punkt Nummer 5. Vergesslichkeit, gedacht, dass man sich schon zurückgemeldet hat oder dass man schon einen Termin ausgemacht hat. Ja, also so Missverständnisse. Ja, und das wären die 5 Dinge sozusagen, die vorliegen könnten, warum sich dein Kunde nicht mehr auf dein Angebot zurückmeldet. Also erstens zu teures Angebot, zweitens er holt sich noch andere Angebote ein, drittens die Prioritäten haben sich geändert, viertens Urlaub, der ist im Urlaub und fünftens er ist vergesslich oder er hat was missverstanden. Ja? Das sind die 5 Dinge, die ich dir mitgeben kann, warum sich ein Kunde bei dir auf dein Angebot nicht mehr meldet. Ich hoffe, das war klar verständlich und vielleicht ist auch öfter schon bei dir so die ein oder anderen Punkte vorgekommen. Und ja, ich wünsche dir noch viel Erfolg, viel Spaß bei den weiteren Videos. Dein Malermeister Maxim. Ciao.